Ich freue mich sehr, dass wir heute in der VHS Wien Otterkring eine ganz besondere Veranstaltung haben, ein richtiges Highlight zu unserem Themenschwerpunkt Digitalisierung der Wiener Volkshochschule im Jahr 2019, nämlich eine Podiumsdiskussion zum Thema Star Trek. Das Phänomen Star Trek diskutieren heute Max Grodenczyk und Chase Masterson, Originaldarstellerinnen aus Star Trek Deep Space Nine aus den 90er Jahren. Ja, als Kind der 70er Jahre steige ich ein in die Raumschiff Enterprise mit Captain Kirk und Lieutenant Uhura und ich reise als 8-9-Jähriger in Traumwelten, in unglaubliche Sternengalaxien. Ich bin schon seit vielen, vielen Jahren Trekkie. Deep Space Nine ist tatsächlich meine Lieblingsserie von allen Star Trek-Serien. Daher freue ich mich wahnsinnig, dass heute Chase Masterson und Max Grodenczyk hier sind. Wird sicher ein toller Abend. Thank you so much. What a beautiful reception. We appreciate this so much. Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass so viele von Ihnen hergefunden haben. Das war auch der Grund, warum es so lange gedauert hat, dass wir heute anfangen konnten, weil draußen noch die Schlangen gestanden sind. Danke, Trekkies, muss ich sagen. This was in the makeup took 3 hours. The two of them did it in 51 minutes. And I came back the next day and I said, if two of you guys can do it in 51 minutes, if you extrapolate that, three of you can do it in 14 minutes, and the whole gang, four of them working at the same time, can have me done in minus 5 minutes. So Katie was bullied because she was a girl loving Star Wars, and all the boys would follow her around saying, you can't like Star Wars, you're a girl. Well. But Katie was very upset, so her mom, Carrie, put out a post on her blog saying, if anybody out there has been bullied or gender bullied, could you please say a few encouraging words to my daughter? Well, thousands and thousands of people responded. I was just one of the people who said, Katie, I'm a woman, I love science fiction, I love Star Trek, I love Star Wars, you get to be who you are. Für mich war Star Trek insofern immer eine ganz wunderbare, interessante, auch Alternative zu anderen Science-Fiction-Universen, weil es einfach eine wunderbare Utopie auch ist. Ich meine, die haben alle ihre Probleme und die haben auch quasi das, was man halt irgendwie die Human Condition nennt. Allerdings leben sie doch in einer utopischen Zukunft, in der es keinen Mangel gibt und aber trotzdem man sich rumschlagen muss mit sich selbst und den anderen Menschen und Aliens um sich herum. Und das habe ich immer sehr spannend gefunden. Eines schönen Abends hat er Liter Durst. Rom versteht die Lage, jetzt geht es um die Wurst. Wenn er ein kaltes Rootbier bringt, dann lächelt sie. Und wenn sie trinkt, sie will mit ihm losgehen. Sie will mit ihm losgehen. Jetzt sind sie zusammen auf Ferenginar, verliebt, verheiratet. Eine Liebe echt und wahr. Oh, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heut mit Kind. Danke.